Avatar, ja, genau. Hab ich nie gesehen. Ich meine, ich habe Avatar den Film gesehen, also den ersten großen 3D-Film, aber Avatar, die Serie, die nichts miteinander zu tun haben, habe ich nicht gesehen. Meine Kohlköpfe! Who's that Pokémon? It's no way for you! So, wir sind Mitte, meine Damen und Herren. Machen wir was Gutes draus hier. Aus der Midlane. Ja, Zeit für den AP Kogma. Ja, let's go. Der gute alte AP Kogma. Den haben wir lang nicht mehr ausgepackt. Jetzt muss er kommen. Darf ich dir mein Tattoo schicken? Dann kannst du bewerten. Alles klar, hau raus, Stocki. Wo schickst du es? Muss mir nur kurz Bescheid geben. Dann gucken wir es uns zusammen an. Bewerten wir auch dein Tattoo. Das sieht zum Beispiel sehr, sehr geil aus. Ah, das ist schon krass, ne? Ich glaube, beim Tattoo ist einfach das Wichtigste, dass man nicht spart, ehrlich gesagt. Das ist wirklich sick, ja. Sieht extrem gut aus. Was haben wir hier? Da sieht man natürlich schlecht aus dem Winkel. Man müsste die Bedeutung wissen. Okay, das ist von Naruto. Ah, okay. Das habe ich nie geguckt, tatsächlich, Naruto. Naruto ist das mit diesem kleinen gelben Zackenschwanz, ne? Das dann auf die weite Welt rausgeht und versucht, Menschen zu fangen. Und dabei digitiert's, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Und dann kommt dieser mit diesem Kartenbogen rein, ne, und schreit Zeit für ein Duell. Naruto habe ich echt, also ich habe tatsächlich bei Naruto habe ich sehr wenig geschaut. Nee, also eigentlich gar nicht, Naruto. Ich habe auch zum Beispiel eine Sache, die ich unbedingt mal anschauen möchte, weil die wahnsinnig gelobt wird von Leuten, die ich jetzt, also so aus meinem Umfeld und auch von Zuschauern, ist The Last Airbender. Das habe ich zum Beispiel auch nie geguckt. Das soll aber wohl ziemlich nice sein. Avatar? Ja, genau. Hab ich nie gesehen. Ich meine, ich habe Avatar den Film gesehen, also den ersten großen 3D-Film, aber Avatar, die Serie, die nichts miteinander zu tun haben, habe ich nicht gesehen. Meine Kohlköpfe! Ich habe da sehr viel Gutes drüber gehört, über Avatar. In Dragon Ball habe ich ein bisschen geguckt, ja, aber nicht viel tatsächlich. Also wenn dann einer sein Kamehameha über 30 Screens-Channel, über 30 Episoden-Channel, da war nicht so einfach für mich. Wobei das, also war schon, Dragon Ball war schon ganz cool. Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Habe ich auch geguckt, das fand ich richtig gut. Death Note fand ich sehr interessant von der Idee und den Anfang gut und dann später hat es mir nicht mehr so abgeholt. Bei Sword Art Online fand ich die Grundidee extrem geil, aber das war einfach halt so ein... Irgendwie so ein Teenie-Drama am Ende. One Piece, da komme ich, glaube ich, einfach nicht mehr so ganz rein. Da muss man ein bisschen mehr in der Materie drin sein, vom Gefühl. Attack on Titan, da habe ich eine Folge, habe ich da gesehen. Auf Netflix. Attack on Titan fand ich ziemlich cool, tatsächlich. Da kann man sich richtig geil anschauen. Dann sollen wir noch einmal kurz resetten. Die Lane läuft sehr, sehr gut bis jetzt. Also wir haben einen guten CS-Lead schon aufbauen dürfen hier. Sind in einer super Position. Dann gehen wir hier zurück. Sitzen hier wieder Richtung Mitte. Da mache ich keinen Corki mehr. Ja, Corki wurde sehr stark genervt und das ist... Also du kannst den spielen auf Crit, so wie früher. Aber der... Also probier ihn selber mal aus. Du wirst sehen, dass er wirklich sehr, sehr schwer gemacht wurde. Das, was wir wollten von ihr. Genau, was sie machen sollten. Die hat das sofort verstanden, was ich hier von ihr möchte. Ja, dass sie das jebadet. Sehr, 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 sehr cool. Tatsächlich ist, also Animes ist tatsächlich was, worüber wir relativ häufig reden. Und ich glaube, ich habe da, also ich kann nur immer wieder sagen, ich habe die einzigen Animes, die ich wirklich gesehen habe und die mir aber sehr viel Spaß gemacht haben, waren die Studio Ghibli-Filme. Die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Studio Ghibli-Filme. Hast du noch außer Hobbys außer das hier? Essen? Ja, Essen, würde ich sagen. Ich denke darüber nach, vielleicht irgendeinen so Sport wieder zu machen. Ich überlege aktuell, ob ich vielleicht Badminton wieder anfange oder Tennis. Ich hatte halt sehr lange Pausen, das heißt, ich bin natürlich wahnsinnig schlecht. Was mit Golf? Das Problem bei Golf ist, dass ich da ein Auto bräuchte, weil das relativ weit weg ist von mir. Das heißt, ich bräuchte halt ein Auto. Wow. Das habe ich so gut gespielt, ne? Aber leider hat es nicht gereicht. Aber da war ich schon keiner gut. Wie weit? Schönes E-Bike. Es gibt einen Golfplatz bei mir, der ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem... Es gibt einen, der näher ist, aber der eine ist eine halbe Stunde mit dem Auto weg. So etwas von der Leichtathletik EM in München verfolgt. Ich habe, also ich war nicht da, aber ich habe die ganze Zeit die YouTube-Videos, gucke ich die ganze Zeit an. Ich finde, das ist so geil, Also so Athleten und dann die Olympiade und da so... Die Emotionen, die da reingehen, die verschiedenen Disziplinen, einfach so diese krass optimierten Menschen für solche einzelnen Sportevents, wie die dann da abgehen, ist schon sehr, sehr cool. Schon mal Volleyball probiert. Volleyball habe ich ein bisschen gespielt, also Beachvolleyball, aber ein bisschen lang her. War sehr, 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 sehr schlecht.
Oh! Das letzte Ult hätte ich noch gebraucht, ne? Die Leute unterschätzen immer so krass, wie viel Schaden AP Kog'Maw hat. Weil das ist insane. Naja, ich meine, am besten wäre natürlich für mich Sportarten, wo ich nicht meine Hände für benutze. Weil ja mein Handgelenk an der Maushand ist ja nicht das Beste. Das heißt, sowas wie Tennis zum Beispiel oder Golf sollte ich halt eigentlich nicht machen, ne? Muss man fairerweise sagen. Ist ja eigentlich gut für mich. Hat. Stepptanz könnte ich machen, tatsächlich, ja. Also Stepptanz wäre möglich. Das hier, dann flitzt er wieder Richtung Mitte hier. Bouldern. Ich glaube, Bouldern ist wahrscheinlich mit das Schlimmste, was du für die Hand, also nicht Schlimmste, ne? Aber ich glaube, das ist mit das Anstrengendste, was du für die Hand machen kannst. Weil Bouldern ist doch alles Griffstärke, oder nicht? Ich meine, das ist ein super geiler Sport. Als wir in Stuttgart waren, ein Kollege von mir, der Rico, der hat uns da mal in so eine Halle mitgenommen. Und er hat richtig, richtig Spaß gemacht, da, ja, tatsächlich. Aber geht schon eher so aufs Handgelenk. Das Beste, was für mich natürlich eigentlich am besten wäre, wäre natürlich halt einfach Dings zu machen, ne? Also schwimmen zu gehen. Problem solved. Rylai's Crystal Scepter. Was denn mit deiner Hand? Ich habe eine Handwurzelentzündung, eine chronische Handwurzelentzündung in der rechten Hand, also in der Maushand. Glückwunsch habe ich in beiden. Mein Beileiter ist große Scheiße. Armdrücken wäre optimal. Seit ich das auf dem Kinguin-Stand live und in Person erlebt habe, will ich nichts mehr mit Armdrücken am Hut haben. Ich habe das früher ganz gerne mal so einfach mit den Leuten random Armdrücken gemacht, aber seit ich das gesehen habe, nie wieder. Dieses Geräusch, dieser Blick von der Person, da war so furchtbar. Was hast du gesehen? Die haben Armdrücken gemacht als so Minigame auf so einem Stand und praktisch die eine Person, wie soll ich das jetzt schon formulieren? Also praktisch das, ich weiß nicht, was das ist, die Sehne der Knochen im Ellenbogen hat nicht standgehalten und dann ist der einfach so weggedreht und dann hing einfach so die Hand an seiner rechten Seite runter. Und am Anfang hat er erstmal das anscheinend keinen wirklichen Schmerz gehabt und hat das dann erstmal realisiert und hat angefangen zu schreien. Der hat angefangen zu schreien, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das muss unendlich wehgetan haben dann direkt. Hello there. War ein bisschen zu schnell, ne? Kurz zurückgehen. Also. Dankeschön. So viel mehr ist und alles wegen Armdrücken. Ja, also Armdrücken, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich sowas ist. Ich glaube, das ist schon eher eine sehr seltene Verletzung. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass die halt ein sehr, sehr krasses Ungleichgewicht an Kraft hatten, die beiden. Oh, danke dir fürs Versuchen. Da war sehr, sehr löblich. Ja, nice. Oh mein Gott, die hat Misstand. Alter, diese Jenna, die hat wirklich alles versucht, um da meinen Hintern zu retten. Ich weiß das sehr zu schätzen, danke dir. Die hat wirklich alles probiert. Was? Oh, das hätte so ein cooles Game werden können, dass wir, wenn halt nicht die Gegner so behind wären. Oh mein Gott, what? Oh, ich hätte nicht tanzen sollen in der Base. What the f happened? Warum habe ich getanzt? Dude, warum? Oh mein Gott, wenn ich das jetzt verliere. Ja, die Gegner sind nur zu viert. Der gegnerische Support ist geraged. Das sollte schlagbar sein. Ja, das Gewinn sehen wir tatsächlich auch wieder im Plus. Und ich bin Level 16. Und ich habe ein Infernal Soul. Das sollte schon winnable sein jetzt. So close, Ich glaube, wir können jetzt leider enden hier. Och, das Game hätte so Spaß machen können. Mann, ey. Ich war schon so stark. Das wäre jetzt nur noch besser geworden. Ich sollte nicht GG oder Weltblade schreiben, weil die einen Rage-Quitter hatten, ne? Das ist nicht so geil. Wen honoren wir von den Leuten? Coach Rayscat? Komm, Coach Rayscat.